In diesem Video wird es darum gehen, die Agenda 2030, die das Ziel verfolgt, unsere Welt zu transformieren, etwas näher vorzustellen. Im Jahr 2015 verabschiedeten die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung. Die Agenda als globales Aktionsprogramm sieht bis zum Jahre 2030 weltweit gemeinsame Anstrengungen vor, um die 17 Sustainable Development Goals, kurz die SDGs, zu erreichen. Im Kern geht es darum, die Welt zu transformieren, wie es der Untertitel der Agenda 2030 beschreibt: Transforming Our World. Die 17 SDGs bilden verschiedene Themenfelder ab und bauen auf existierenden Nachhaltigkeitsdefinitionen wie dem Nachhaltigkeitsdreieck mit den Dimensionen Ökonomie, Ökologie und Soziales auf. Sie zielen darauf, die Lebensgrundlage jetziger und zukünftiger Generationen sicherzustellen. Die einzelnen 17 SDGs sind jedoch nicht priorisiert, sondern stehen nebeneinander und sollen sich gegenseitig ergänzen. Diesen 17 eher generell gehaltenen Zielen wurden jeweils 8 bis 12 Unterziele zur Konkretisierung zugeordnet, die über Indikatoren gemessen werden können. Hierdurch soll erreicht werden, dass die Umsetzung der SDGs auch evaluiert werden kann, indem transparent und nachvollziehbar dargestellt wird, welcher Fortschritt hin zur Erreichung der Ziele gemacht wurde. Insgesamt wurden den Zielen 169 Unterziele zugeordnet, die durch 232 Indikatoren gemessen werden. Zu beachten ist, dass das Konzept der Agenda 2030 mit den SDGs insbesondere die Verknüpfung von Sektoren hervorhebt und systemische Zusammenhänge zwischen den verschiedenen SDGs betont. Für die Umsetzung von SDG 6, sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen, oder SDG 4, hochwertige Bildung, sind beispielsweise städtische Maßnahmen von besonderer Bedeutung, da sich eben in den Städten die Bevölkerung konzentriert. Mit SDG 13, Climate Action, wird insbesondere der Klimawandel adressiert und mit Zielen unterlegt, wie zum Beispiel unter Ziel 13.1, Stärkung der Widerstandskraft und Anpassungsfähigkeit gegenüber klimabedingten Gefahren und Naturkatastrophen, unter Ziel 13.2, Klimaschutzmaßnahmen in nationale Politiken, Strategien und Planungen einbeziehen, oder unter Ziel 13.3, Aufklärung und Sensibilisierung sowie personelle und institutionelle Kapazitäten im Bereich der Abschwächung des Klimawandels, Klimaanpassung, Reduzierung der Klimaauswirkung sowie der Frühwarnung verbessern. Aussagen zum Klimawandel werden aber auch in anderen Zielen konkret benannt, wie in SDG 1 No Poverty oder SDG 2 No Hunger und SDG 11 Sustainable Cities and Communities. Dies verdeutlichen die hier aufgeführten Unterziele. Und dies unterstreicht auch noch einmal die systemischen Zusammenhänge, die für Transformationen unbedingt betrachtet werden müssen, und untermauert die Bedeutung des Klimawandels im Kontext einer nachhaltigen Entwicklung. Eine sozial-ökologische Transformation wird folglich nur gelingen können, wenn wir eine integrative Betrachtung anwenden. Dazu können wir von Seiten der Wissenschaft einen wichtigen Beitrag leisten, indem wir systemische Analysen durchführen und an integrativen Lösungsansätzen arbeiten. Ein wichtiger Schritt wird dabei sein, Komplexität zu verstehen, vielleicht auch zu reduzieren. Eine Möglichkeit ist es, komplexe Zusammenhänge, zum Beispiel über Wirkungsketten, zu analysieren, um dann Aussagen darüber treffen zu können, wie einzelne Ziele der SDGs sich gegenseitig und wechselseitig beeinflussen. Diese Komplexität zu erfassen und in praxistaugliche Handlungsempfehlungen zu überführen, stellt jedoch eine große Herausforderung dar, die im Rahmen von inter-, aber auch transdisziplinärer Forschungskooperationen geleistet werden kann. Dabei ist es unausweichlich anzuerkennen, dass wir uns in einer Wissens-, Technologie- und servicebasierten Gesellschaft befinden. Dabei spielt insbesondere die Digitalisierung eine wichtige Rolle. Damit werden wir uns im folgenden Video etwas näher beschäftigen.